Herzlich willkommen zu Bübs Bilanz. Unser Thema heute ist die Wissenschaft. Die hat ja jetzt nach dem Amtsantritt von Donald Trump ein bisschen schweren Stand. Der macht das ja so Pipi Langstrumpf-mäßig. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Deshalb schauen wir heute mal auf eine Frage, die uns alle schon lange beschäftigt, die Wissenschaft auch, nämlich die Frage, ist die Fastnacht eigentlich angeboren oder erlernt? Lange Zeit war unter Wissenschaftlern Einigkeit, die Fastnacht ist angeboren. Ne? Verantwortlich dafür war nach der Gentechnik dann das sogenannte Gelle-Gen. Das Gelle-Gen ist eine kleine Chromosomenveränderung. Dass, wenn das fehlt, dann führt das zum Beispiel zur Riesling-Allergie oder zur Schunkelanämie. Ne, das sind so typische Zeichen dafür, dass man das Gelle-Gen nicht hat. Das Gelle-Gen ist, das weiß man mittlerweile, rezessiv. Das heißt, es müssen, wenn Sie im Biologieunterricht aufgepasst haben, wissen Sie es noch, es müssen zwei Merkmalsträger zusammenkommen, damit das Gelle-Gen auch sich ausdrücken kann. Ne, deshalb gehört in den ganzen Fastnachtsgebieten schon seit alters her zum Paarungsritual oder zum Fruchtbarkeitsritual die Frage, gell, du hast das Gelle-Gen. Ne, das war, wie gesagt, geteilte Wissenschaft, geteilte Meinung der Wissenschaft schon viele Jahrzehnte lang. Und dann hat man aber Manuskripte ausfindig gemacht von Pavlov. Pavlov sagt Ihnen was, der Pavlovsche Hund und so weiter. Wenig bekannt ist, dass Pavlov nach Feierabend auch noch mit Mäusen Forschung betrieben hat. Er wollte nämlich Mäusen Fastnacht beibringen. Ja, deshalb gibt es die Pavlovsche Mause. Man hat dann diese Versuche nachgebaut und noch weiterentwickelt. Ich war jetzt in so einem Labor, das war schon beeindruckend. Da hatten die so Käfige und dann die Mäuse. Und dann haben die älteren Mäuse haben den jüngeren Mäusen dann beigebracht, wie man Fastnacht feiert. Das war also richtig so mit kleinen, auch mit kleinen Futtergaben, Fleischwurst, Kartoffelsalat, Bonbons und sowas. Haben die dann da gelernt. Das war ein wunderbares Bild. Ja, alle kostümiert auf den winzigen Näschen, dann vorne drauf, diese roten Tupper drauf. Und dann haben die dann so staubfeines Konfetti in die Luft geworfen. Und tobten dann in der Polonaise durch den Saal. Wenn dann der Walzer ertönte, dann haben sie sich alle mit ihren Pfötchen untergehakt und geschunkelt. Das war Wahnsinn, dieses Bild. Ich konnte da nicht widerstehen. In einem unbeobachteten Augenblick habe ich mir schnell so ein kleines Mäuschen in die Tasche getan. Das ist das Problem. Jetzt ist mir jetzt irgendwie hier abhanden gekommen. Ich habe jetzt hier diese Falle vorbereitet und will jetzt versuchen, mit Hilfe des Zuchtplakettchens hier als Köder, will ich dann versuchen, die Maus wieder einzufangen. Weil das wäre natürlich hochpeinlich, wenn bei den Nachbarn plötzlich, jetzt kriege ich das Ding hier nicht gespannt. Mal gucken, ob das geht jetzt. Na, wie geht das denn? Ah, so geht das. So. Wäre natürlich hochpeinlich, wenn dann plötzlich so Konfetti schmeißende Mäuse bei denen dann durch den Garten purzeln. Ne? Aber jedenfalls, das war schon sehr beeindruckend. Das war auch hochwissenschaftlich, ganz streng, auch mit einer Kontrollgruppe dann gemacht. Da gab es einen zweiten Käfig. Da sind die Mäuse komplett fastnachtsfrei aufgezogen worden. Ne? Also da war ein Toben und Polonaise und Schunkel und alles. Und da haben die Mäuse eigentlich nur ihre Pelze spazieren getragen. Das, dazwischen war extra so ein Wassergraben. Das war sozusagen rechtsrheinisch und linksrheinisch. Also Mainz und Wiesbaden könnte man sagen. Und das war schon interessant. Man hat sich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, wie wirkt sich das denn auf die Lebenserwartung aus? Man könnte ja annehmen, dass so dieses Rumtoben, die Polonaise und das Schunkeln und so weiter, dass da jede Menge Lebensenergie verpulvert wird und dass die Mäuse dann kürzer leben. Das ist aber gar nicht so. Die auf der anderen Seite leben auch nicht länger. Das kommt ihnen nur so vor. Machen Sie es gut.